So, dann machen wir mal hier die Prüfung. Okay. Ja, vor der Prüfung sind wir letztes Mal stehen geblieben. Oh. Au. Hilf, Mann. Piss dich. Aua. Stirb. Okay. Ja, das war... Au. Das war noch in Ordnung. Ich dachte, ich weiß halt nicht, wie lange die Prüfung geht, aber wenn ich jetzt weiter so viel Leben verliere, Schicht im Schacht. Eieieiei. Au, ach, der Käfer ist so nervig, man, verpiss dich, ich suche dir Freunde. Ja. Das war der erste Versuch, der erste Try. Ich habe beim letzten Mal irgendwas eingestellt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, stimmt, ich habe die Perks hier umgeändert. Um euch das nochmal klar zu machen, also dass ihr Bescheid wisst, ich habe, dass man an der... Moment, wo war denn das? Dass man an der Wand kleben bleibt, habe ich rausgenommen. Weil ich habe letztes Mal die Prüfung einmal gemacht und ich habe gemerkt, ups, ich nehme ja gar nicht mehr auf. Also ich habe die dann einfach abgebrochen, ich habe mich dann einfach getötet. Ich weiß, die erste Welle, also gut, jetzt haben wir die zweite Welle mitbekommen, aber danach habe ich schon mal umgeändert, um, ja, die Prüfung jetzt besser machen zu können. Weil der Nahkampfschaden, der ist, glaube ich, gar nicht mal so blöde. Okay. Okay, wir müssen echt irgendwie am besten gucken, dass wir am besten absolut kein Damage fressen. Ja, sagt er und frisst Damage. Okay. Ich weiß halt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viel Wellen das Ding hat. Ich denke mal, weil hier so vier Lichter sind, vier Wellen. Das macht irgendwie Sinn. Das heißt, wir müssen vier Wellen irgendwie gucken, dass wir am besten die ersten zwei Wellen, ja, und am besten so gut wie gar kein Damage. Also, das hat sich jetzt auch schon erledigt, aber dass wir irgendwie gucken, dass wir nicht so... Au, geh weg, Mann! Irgendwie gar kein Damage fressen. So, okay, die erste Welle haben wir geschafft. Diesmal schon mal besser als... Ja, das ist scheiße mit der... Ah, das ist so unfassbar nervig. Ja, ich fress, glaube ich, schon wieder zu viel Damage. Wenn ich mal überlege, wir müssen, ich denke mal, vier Wellen. Also, na, können auch mehr sein, weil da oben an der Tür direkt auch nochmal Lichter sind. Okay. Ja, das ist drei. Wow. Was sind das denn für Viecher? Ach du Scheiße, okay. Okay, das ist heavy. Das ist jetzt echt heavy. Okay, wir haben... Ich glaube, hier müssen wir nur warten. Die hören ja irgendwann auf. Hallo? Ah! Ah, zwei Leben. Ich weiß halt nicht, wie... Das wird doch never ever jetzt die letzte Ding sein, oder? Weil ich über der Tür sehe ich halt auch noch Lichter.
Alter, die Springdinger sind ja absolut nervig. Aber wir müssen uns zuerst hier um das die kümmern. Okay. Okay, das erste springt wie Hammer. Okay, okay, okay. Ey, das wird never ever die letzte Welle sein. Oh, bitte lass es die letzte Welle sein. Bitte. Oh, es war die letzte Welle. Boah, ich dachte, weil über der Tür, seht ihr das? Da sind ja auch noch Lichter. Oh, ich dachte, die Lichter müssen wir auch noch voll bekommen. Du kannst jetzt mehr Splitter auf einmal anlegen. Oh, nice. Wir haben einen neuen Splitterplatz bekommen. Das heißt, wir können ja sogar Dorn dabei lassen und nehmen jetzt noch Klebrig mit. Oh. Ich dachte, das schaffe never ever. Aber okay, gut. Ja, das war mehr Luck als Verstand, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Aber man sieht, die größten Lacker im Leben kommen irgendwie durchs Leben. Irgendwie kriegen das die Lacker hin. Die Lackaffen. Und dazu muss ich mich leider aufzählen. Dass ich doch manchmal hier und da mehr Luck als Verstand habe. Aber, wie schon gesagt, das reicht manchmal. Bam, hier waren wir noch nie. Wir laufen erstmal den Weg hier weiter. Okay, wir wissen jetzt, es gibt hier irgendwo Skorpione. Wir wissen ja ungefähr jetzt, wie wir gegen die Skorpione kämpfen müssen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Anni, war hier oben nicht der Bär? Hier oben war der Bär, ne? Genau, hier oben war der Bär. Also ich guck nochmal, aber hier oben war der Bär. Man hört ihn ja. Genau, hier kommen wir ja eh noch nicht weiter. Das heißt, wir haben hier noch was, aber ich glaube, hier ist das dreckige Wasser. Hier kommen wir eh noch nicht hin. Ja, dann haben wir hier oben noch einiges. Das Problem ist, bei den Türen, ich weiß nicht, wo ich ja schon überall durchgegangen bin. Das ist ein bisschen schade, dass es nie angezeigt wird. Weil ihr kennt ja meine Demenz. Ich vergesse sowas ganz gerne mal. Ah, nicht schlimm. Genau, hier ist das Wasser. Ja, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, oder man kann es auch einfach verkacken. Ah, da oben waren wir ja. Da war ja die Prüfung. Genau, hier ist auch das Wasser. Ich hier komme auch noch nicht weiter. Dann machen wir mal hier längs. Ich bin irgendwie stolz auf mich, dass wir die Geisterprüfung geschafft haben. Ich bin stolz auf mich. Da würde ich auch gerne noch hin. Wo, das ist genau jetzt über der Tür. Dann haben wir das hier auch. Wunder, es läuft heute. Was ist denn heute los hier? Das ist ja crazy. Oh, oh. Oh, nee, bitte nicht. Oh, ich dachte. Mega Leck des Todes. Ich dachte jetzt, alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Also besser gesagt, ich hätte jetzt hier gecuttet und wir hätten bestimmt die Geisterprüfung neu machen müssen. So wie ich mein... Ich wollte gerade sagen, so wie ich mein Glück kenne. Aber ich bin ja eigentlich manchmal voller Glückspilz. Also das passt ja dann meistens gar nicht so. Ich weiß gerade nicht, was ich hier laber. Ich laber irgendwas. Gut. Die Geistersplitter. Die sind natürlich noch ganze Rene. Müssen wir hier längs? Ich würde halt schon gerne wissen wollen.
wo die nächste Tür ist, wo wir hin müssen. Wenn ja, ne, die Tür war, ich glaube, die Tür war die Nebenmission. Wir können natürlich jetzt auch alle Türen, na gut, wir gehen mal kurz hier durch. Wir sehen das ja, ob die Karte aufgedeckt ist. Ja, genau, hier waren wir nämlich schon. Okay, ich glaube, die einzige, doch, ich glaube, die Tür leuchtet auch so. Na gut, alle Türen leuchten. Wir können hier nochmal gucken. Müssen wir hier längs? So, dann gehen wir mal hier rein, aber ich glaube, hier waren wir auch schon. Ich glaube, die einzige Tür, die wir wirklich machen müssen, ist ganz oben. Also wir müssen jetzt nach ganz oben. Hä? Wo war denn der Dicke jetzt? Hör mal auf, hier rumzuschreien, Mensch. Wächst die Nachbarn auf, du spinnst da wohl. Ach, da bist du. Hi, Dickerson. Blöde Arschkuh. Aber hier unten ist noch so ein Dingsterbums. Ich glaube hier drin. Nein! Ich habe die Splitter nicht gesehen. Oh Mutti. Warte mal. Ach, jetzt muss ich wieder da hoch. Ja, ja. Ich komme gleich. Keine Angst. Oh nein! Ach. Nee, oder? Kann nur mir passieren. Niemand anderen. Okay. Das heißt. Ach, ich vergesse immer die. Mann! Hör auf damit! Egal. Gut, Fragment einer Lebenszelle. Wunderbar. Hat sich der Kampf dann doch gelohnt. Kommen wir da ran? Oh, da kommen wir nie ran. Da kommen wir definitiv nicht ran. Das heißt, wir müssen uns komplett wieder nach oben schlängeln. Okay. Egal, wir haben die Lebenszelle. Die ist doch auch nicht schlecht. Aber da hinten ist noch so ein Durchgang. Och, ich wäre fast wieder nicht dahin gelaufen. Hier. Den man aber, glaube ich, auch von oben durchgehen kann. Werden wir ja gleich sehen. Okay. Das heißt, wir machen mal... Also hier müssen wir durch. Bevor wir aber hier durchmachen, machen wir jetzt hier durch, weil woanders können wir jetzt nicht hin, oder was? Ah, ich würde gerne noch höher. Ah komm, wir gehen erstmal hier. Ja, obwohl. Ich habe irgendwie die Angst, dass wir hier nicht mehr durchkommen, also dass wir nicht hier durchkommen. Durch die Tür. Der Brunnenquell beherbergte einst eine große Bibliothek, Ori. Wissen floss wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles, das einst war, verloren und das Wasser ist still. Okay. Das ist nicht so gut, ne? Das ist definitiv nicht so gut. Die Legenden waren Wahrgeist. Die Brunnenquellbibliothek. Sieh dir nur all dieses Wissen an.
Aber da ist noch etwas, eine faulige Präsenz ganz in der Nähe. Da riechst du es nicht? Oh, nee, oder? Sorry, das war ich. Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen. Siehst du es dir mal an, während ich in diesen Büchern blättere? Ja, komm, wir gucken mal, was für Fähigkeiten wir hier verbessern könnten. Ja, das nie unbedingt. Das ist cool. Das ist gar nicht mal. Selektiere Geisterportale auf der Karte und teleportiere dorthin von überall. Will der nicht dich? Egal. Können wir mal eigentlich mal Schneckerinon? Ja, das finde ich doof. Mal Rundumschlag. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Wirf einen Speer. Das, ja, das hört sich an sich auch gut an, aber ich habe irgendwie die Angst, dass wir uns damit relativ oft selber... Na komm. Achso, ich hätte vielleicht mal... Okay, ich habe jetzt weggeklickt. Ich dachte, der sagt mir jetzt irgendwas über die Fähigkeiten. Okay. Wie kommen wir da unten jetzt nochmal hin? Okay. Weiß halt aber nie, was ich dafür... Na komm, machen wir das auf X. Ja. Gucken wir mal, wie es aussieht. So, wir können uns nochmal ganz kurz hier die Map angucken. Also hier haben wir... Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicken würde... Ah, da können wir uns dahin teleportieren. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist eigentlich keine schlechte Fähigkeit. So, wir speichern mal von hier aus. Jetzt ist die Frage... Ah, hier kann man hoch, okay. Frage. Base da oben ist ein Geistersplitter, den würde ich halt gerne mitnehmen wollen. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie wir da jetzt, wenn wir jetzt hier längs machen. Ha. Also ich habe so eine Ahnung, aber keine Ahnung, ob ich das schaffe. Wir müssen, glaube ich, einfach jetzt hier... Von hier aus auf die andere Seite jetzt. Warte mal. Nee, nie auf die Seite. Obwohl, wir hätten es schaffen können, glaube ich. Okay, ich glaube... Hä? Mach doch mal dahin, Mensch, Ori. Okay, gut, das Ding können wir uns immer noch holen. Dabei bin ich ja zu doof. Ach, guck mal, das schöne Wasser da oben. Ja, das kriegen wir wieder hin. Oder warte mal, wenn wir jetzt... Hier, wir können uns hier nirgendwo dranhaken. Ich wollte gerade was probieren, aber es funktioniert leider nicht. Aber wenn ich jetzt sage... Man kommt doch auf die Lampe da oben drauf. Vielleicht kommt man von der Lampe irgendwie dann... Bücherregal. Egal, wir machen erstmal hier weiter. Ah, okay, ich explodiere jetzt mit der X-Fähigkeit. Also das heißt, ich habe jetzt keine normale Nahkampfattacke mehr. Ist auch ein bisschen doof, ne?
Aber der Bogen ist halt auch gut. Ja gut, man kann ja immer so switchen. Ja gut. Ich bin ja ein Switcher. Also kann man switchen. Mysteriöser Samen. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Er leuchtet schwach. Vielleicht gibt es jemanden, der weiß, was das für ein Samen ist. Ja gut, aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Kann man mit der Maschine hier nichts machen? Ah. Gut. Soll ich mal versuchen, hier aus auf dem Bücherregal? Aber bestimmt nicht, ne? Nee. Gut, dann machen wir erstmal hier hoch. Machen wir wieder hier runter. Oh ne, hier kommt ein Endboss. Also wenn hier kein Endboss kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann nennt mich Dieter. Ja, wenn ich laufen darf, dann gerne. Oh, zu viel Bewegung in Mutti. Mutti, das ist mir zu viel Bewegung. Aber schöne Musik, sehr, sehr, sehr schöne Musik. Echt sehr schöne Musik, aber... Ach du Scheiße, was muss ich denn jetzt hier machen? Was? Ach du Heilige, was muss ich denn da machen? Oh nee, ich muss doch bestimmt jetzt alles von neuem machen, oder? Alles, oder? Oh, Mutti. Okay, irgendwie müssen wir uns jetzt nach unten hangeln? Oder müssen wir uns nach oben hangeln? Das ist jetzt die Frage, aber nach unten macht irgendwie keinen Sinn, ne? Ja, das war dumm. Der erste Trial ist irgendwie immer der beste. Jawohl, jetzt ganz okay. Wir haben ein bisschen mehr. Ich glaube, obwohl, nee, ich würde das mal nicht unterschieden. Ich dachte, man kann irgendwie Zeit rausholen, indem man den Lauf übel schnell macht. Okay, jetzt kommt die Stelle, die ich absolut nicht verstehe. Müssen wir uns jetzt nach oben. Okay, wir müssen, glaube ich, jede Liane treffen. Man kann jetzt auch nicht abkürzen und sagen, eine Liane überspringt man, was ich gerade versucht habe. Weil dann ist das Wasser schneller als man selber. So time, richtig gut time, weißt du? Das ist gut. Ja, dann ist hier das Let's Play ja eigentlich schon wieder vorbei. Also für immer jetzt, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönes Ende, gefällt mir. Aber gut, nee, ich gebe mein Bestes, ich versuch's natürlich. Aber... Hä? Ich kann noch nicht mal springen. Das ist jetzt nicht dein Ernst! Kann ich jetzt alles? Ja, jetzt klappt's. Ja, das ist natürlich Lucky Hand, wenn man auf einmal in so einer komischen Ecke festpackt.
Anfang mache ich echt immer voll schön. Muss ich ja mal. Da muss ich mich mal selber loben. So, hier ist irgendwo eine kleine Ecke. Wo ich mal springen sollte, sonst packe ich da wieder komplett fest. Jetzt kam ich von der Ecke raus. Okay, das war gerade wirklich komplett buggy. Ich dachte gerade, ich bin einfach nur zu doof, aber nee. Aber hier ist ja das frische Wasser, was wir haben wollten. Mensch, renn doch nicht weg, Ori. Och, ich konnte noch nicht mal mich da rancrappen. Okay, Mutti, och, das wird mein Urteil. Aber, der schon, hab ich ja schon mal gesagt. Nicht. Alles klar. Einmal hin und her bewegen und es hat funktioniert. Gut. Ich mag ja extrem viele Effekte, ne? Wenn man zum Beispiel Modern Warfare spielt, Kampagne oder Battlefield Kampagne, finde ich das extrem schön immer, wenn. Oh. Hier, oh. Schön, dass ich immer am Ende abgekackt bin. Die ganze Zeit jetzt immer am Ende abgekackt. Ich dachte, es geht noch extrem viel weiter, aber nee. So nass. Ja, und damit, mit diesem wunderschönen Abschluss, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.